anlässlich der finalen 9. Runde zur Landtagswahl 2018. Mein Name ist Robert Richter und ich freue mich, alle sehr herzlich bei uns in Nönn-Helfburter begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch sehr, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind. Und deswegen begrüßen wir auch heute unsere Hauptakteure, nämlich die Spitzenkandidaten, die antreten werden. Allen voran begrüßen wir die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Frau Magister Johanna Mögel-Eitner. Herzlich willkommen. Grüß Gott, guten Morgen. Seitens der SPÖ begrüßen wir Herrn Landeshauptmann Schnabel. Danke, dass Sie gekommen sind. Guten Morgen. Von der FPÖ begrüßen wir Udo Landbauer. Grüß Gott. Von den Grünen begrüßen wir Sie jetzt Dr. Christian Huber, Huber-Frau der Grünen. Grüß Gott. Und von den NEOS, heute eine Premiere, Frau Indra Kulili. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Oder? Die Spitzen, ja, bitte? Das ist für uns alle eine Premiere. Sogar für die Frau Landeshauptfrau. Ja. Richtig. Die Diskussion wird, das ist eine Premiere heute, geleitet von unseren beiden Chefredakteuren, Dr. Daniel Lohninger und Magister Walter von Berger. Ich wünsche uns allen eine spannende Diskussionsrunde und übergebe nun an die beiden Chefredakteure. Ja, lieber Robert, danke für die nette Einmoderation. Im ersten Fragenblock möchte ich gerne auf unsere aktuelle Nönn-Umfrage zu sprechen kommen und möchte gerne mit der Frau Landeshauptfrau beginnen. Frau Landeshauptfrau, Sie haben zu Beginn Ihres Wahlkampfs gesagt, die Zeiten von absoluten Mehrheiten sind vorbei. Jetzt zeigt unsere Umfrage, dass die ÖVP bei 48% liegt. Auch andere Umfragen zeigen, dass die absolute Mehrheit eigentlich für die ÖVP in Griffweite ist. Haben Sie sich damals geirrt? Ich bleibe dabei, dass absolute Mehrheiten heute nicht mehr erreichbar sind. Man braucht sich ja nur in der Gegenwart umschauen. Und es bleibt auch dabei, dass ich mich an den stärksten amtierenden Landesparteien orientiere und an den stärksten Landeshauptleuten in dieser Republik. Jetzt geht es darum, dass wir die nächsten Tage, 12 Tage intensive Überzeugungsarbeit leisten, wo dann der Wähler dran ist, wo es darum geht, wie geht es in Niederösterreich weiter, wie wird dieses Land führen und wo ich vor allem auch für das Miteinander in Niederösterreich werben werde. Das heißt, das Ziel absolute ist im Prinzip jetzt keines, sondern das Ziel bleibt, dass man auch die stärkste Partei in Österreich ist. Oder bleibt. Jeder Prozentpunkt mehr, umso mehr das Vertrauen der niederösterreichischen Landsleute. Die Prozentpunkte sind das eine, aber das viel Wichtigere ist, dass wir in Niederösterreich das Miteinander weiterleben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir miteinander mehr für Niederösterreich erreichen können. Okay, danke. Bei der SPÖ schaut so aus, dass man in unserer Umfrage ja sieht, der Wahlkampf polarisiert, er wird nicht unbedingt nur positiv gesehen. Wie interpretieren Sie das Ergebnis? Wie ist das Folge, dass klare Botschaften fehlen? Oder kommt da noch irgendwas ins Wörter? Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben unseren Wahlkampf so angelegt, dass zunächst einmal natürlich, was ja durch die Nationalratswahl, die knapp davor war, und durch die Zeit, den Umstand, dass relativ wenig Zeit war, seit 28. Juni bis heute, den Spitzenkandidaten mich bekannt zu machen, dass der erste Teil der Kampagne darauf ausgerichtet war, natürlich Aufmerksamkeit zu erzeugen und eine entsprechende Bekanntheit zu schaffen. Das ist mit Sicherheit gelungen. Und welche Botschaften wir in der Wahlbewegung versuchen, an die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher heranzutragen, sind ganz klar. Wir haben erstens einmal den Ansatz, dass wir zwar das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, aber das Gemeinsame auf Augenhöhen zwischen allen Parteien. Wir sind der Meinung, dass es notwendig ist, auch alle Standpunkte zu hören. Das war in der Vergangenheit in Niederösterreich so nicht der Fall. 173 Anträge haben die niederösterreichischen im Landtag vertretenen Parteien in der vergangenen Legislaturperiode gestellt und nur 12, das sind weniger als 10%, sind tatsächlich angenommen worden. Die anderen sind entweder zurückgewiesen worden oder wurden abgeändert von der Mehrheitspartei. Und ich stehe am Standpunkt,
eine absolute Mehrheit ist nicht mehr zeitgemäß. Sie verhindert auch in Wahrheit, dass wirklich Standpunkte ernsthaft auf Basis von Argumenten ausgetauscht werden und dass Themen im Vordergrund stehen, die den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern wichtig sind. Stichwort Kinderbetreuung, Stichwort Gesundheitspolitik, die den Namen auch verdient. Das kann man aber sagen, die SPÖ hat bei 91% der Anträge mitgestimmt. Das so groß war der Dissens. Sie müssen jetzt unterscheiden zwischen Anträgen im Landtag und dem Verhalten im Landtag und Beschlüssen der Exekutive, nämlich der Landesregierung. Im Landtag ist es ganz klar so, dass nur 12 von 173 Anträgen von der Mehrheitspartei ÖVP angenommen wird. Aber in der Regierung, glaube ich, haben Sie 98%. Es sind aber keine Gesetzesbeschlüsse. Und im Landtag, was ich weiß, sind 8 von 10 Entscheidungen von der SPÖ und von der ÖVP gemeinsam getragen worden. Also darf ich das vielleicht korrigieren, damit wir auch von den wirklichen Zahlen sprechen? 99,8% aller Beschlüsse in der Regierung sind einstimmig gefallen, wo es natürlich auch wichtig ist, jeden Dienstag am Regierungstisch die Argumente auszutauschen und dann die Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Das ist 99,8%. Also glaube ich, zeigt, dass hier eine sehr gute gedeihliche Zusammenarbeit besteht. Und zum anderen, im Landtag wurden 9 von 10 Anträgen mit anderen Parteien beschlossen. Also auch ein sehr, sehr guter Wert, wo es auch sichtlich ist und unterstrichen wird, dass es hier eine gute Zusammenarbeit mit den anderen gibt. Ich glaube, was mich noch interessieren würde, Sie haben jetzt sehr lang auf Aufmerksamkeit gesetzt. Es sind nur mal 1,5 Wochen bis zur Wahl. Glauben Sie, dass Sie Ihre Themen, die Sie jetzt auch zum Teil angesprochen haben, noch so rüberbringen, dass es auch bei den Wählern ankommen wird? Absolut. Wir haben ja gestern unser Programm für die nächsten 5 Jahre, unsere Visionen für Niederösterreich und unsere Projekte für die Bezirke vorgestellt. Und die Botschaften sind ganz klar und eindeutig. Die Themen, die wir mitnehmen wollen, auch für die Arbeit der nächsten Legislaturperiode, die sind im Vordergrund auch im Interesse der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Eine ordentliche Gesundheitspolitik, eine ordentliche Verkehrspolitik, eine ordentliche Kinderbetreuung und eine ordentliche Bildungspolitik. Herr Lampauer, bei unseren Umfragen ist auch rausgekommen, dass die Kampagne der Freiheitlichen bei vielen der Befragten, das waren immerhin, glaube ich, über 805, nicht so gut weggekommen ist. Das ist bei FPÖ-Kampagnen öfter der Fall. Sie haben jetzt in diesem Wahlkampf wieder so Schlagwörter wie Unsicherheit macht Angst, brutale Gewalttaten, Sexattacken, Eigentumskriminalität. Warum schüren Sie solche Ängste, wenn Sie wissen, dass eigentlich jetzt aktuelle Studien zeigen, dass die Kriminalität in Niederösterreich stark zurückgegangen ist? Wir hören das seit vielen Jahren, dass wenn wir Freiheitliche auf Sicherheitsprobleme hinweisen, dass wir angeblich Angst schüren. Wenn ich jetzt regelmäßig höre, dass die Sicherheitslage sich verbessert, dann muss man sagen, das mag zwar zum Teil richtig sein, allerdings eine prozentuelle Angabe in einem äußerst hohen Niveau ist noch nicht eine Tatsache oder eine Lage, mit der wir uns zufrieden geben können. Und das sind nun mal auch jene Probleme, die auch unsere Wähler uns herantragen. Und als Politiker sollte man nicht da sein, rein seine Überzeugung in den Vordergrund zu stellen, sondern zu hören, was brennt den Landsleuten, was interessiert die Landsleute, wo sehen sie die Probleme. Und wenn wir die aktuellen Zahlen auch hernehmen, dann ist es ein Fakten, dass wir momentan bei rund 7 Vergewaltigungen pro Tag liegen. Und das ist ja keine Situation, wo wir zufrieden sein können. Aber diese Sicherheitsthematik ist ja nur eine Thematik von vielen. Wir haben natürlich in der Kampagne 3 Themenbereiche in den Vordergrund gestellt. Sicherheit, Gesundheit und Wohnen. Es sind noch viel, viel mehr. Und da wird mir jeder hier im Kreis recht geben, dass man auf Wahlplakaten nicht alle Themen unterbringen kann. Das geht nun mal nicht. Für uns ist wichtig, diese wesentlichen Punkte, wo wir sagen, da ist am meisten Änderungsbedarf. Und das sind die Problemfelder, die am häufigsten an uns herangetragen werden. Und da ist das Thema Sicherheit neben Gesundheit und Wohnen natürlich ganz, ganz vorne. Aber es ist Ihnen schon wichtig, dass Sie immer so ein bisschen Schreckgespenster zeichnen und sehr stark übertreiben? Ganz und gar nicht. Wir haben vor vielen, vielen Jahren schon gefordert, dass die Grenzen überwacht werden, zum Beispiel. Damals hat uns die ÖVP noch ausgelacht und davon gesprochen, dass das nie und nimmer notwendig sein wird. Man hat es dann, als es notwendig gewesen wäre, im Jahr 2015 auch verabsäumt.
und danach, als in Wahrheit alles schon zu spät war, hat auch die ÖVP gesagt, gut, wir brauchen eine gewisse Grenzraumüberwachung. Und da wird dann immer ganz gerne argumentiert, das ist nicht aktuell, das ist nicht notwendig, das ist lächerlich. Wir Freiheitlicher sind immer auf dem Standpunkt geblieben und haben diese Politik beharrlich fortgeführt. Und darüber bin ich auch sehr glücklich, weil es kann nicht sein, dass man bei Gegenwind anderer Parteien plötzlich beginnt, die eigene Politik zu verändern, entgegen der Versprechungen, die man den Wählern im Vorhinein gemacht hat. Also wir sind konsequent geblieben die letzten Jahre und das hat ja auch unseren Erfolgsweg ausgemacht, im ganzen Land, auf Bundesebene genauso, in allen anderen Landesgruppen, und Niederösterreich ist in dem Reigen der Landtagswahlen relativ weit hinten. Und da wird es sich auch wieder weisen, dass wir mit Sicherheit kräftig zulegen werden. Ja. Kommen wir zu den Grünen. Wenn wir unsere Umfrage hernehmen, kein Wahlkampf wird so kritisch beurteilt von den Niederösterreicherinnen wie der Grünen. Fühlen Sie sich irgendwie ungerecht behandelt oder verstehen Sie, dass die Werte entsprechend sind? Also ich möchte zuerst einmal der Frau Landeshauptfrau recht geben, dass es nicht um Prozentpunkte jetzt geht. Es geht in Niederösterreich in der Tat um eine Richtungsentscheidung. Es geht darum, dass FPÖ, SPÖ und ÖVP in der Landesregierung vertreten sein werden. Und im Landtag braucht es für eine lebendige Demokratie ein Gegenüber, das die Parteien kennt, die handelnden Personen und darauf schaut, dass alles ordentlich weitergeht in diesem Land. Und das ist die Aufgabe einer Opposition, die das kann. Und das ist der Anspruch, den ich habe. Man hat auch gehört, bei den fast einstimmigen Beschlüssen in der niederösterreichischen Landesregierung ist es so, dass hier macht man sich hinter den Polstertüren aus. Die Freiheitlichen waren ja auch bei der Dr. Erwin Bröll Stiftung dabei. Und damit es eben eine Kontrolle gibt, eine sachliche, nicht auf Personen gerichtet, aber eine sachliche, gute Opposition, das ist das Angebot, das die Grünen haben. Und ich habe den Eindruck, das kommt ganz gut an. Ja, und wie erklären Sie die Werte? Also 3% sagen, die Grünen sind positiv aufgefallen, 21 negativ. Ist das Momentaufnahme? Also verstehen Sie das? Nicht? Ich möchte Ihnen jetzt nicht näher treten, aber ich glaube, Sie haben keine repräsentative Umfrage. Die war repräsentativ. Nein, das glaube ich nicht. Ja. so wie sie aufgestellt ist, wie viele hatten Sie dabei, die keine Stimmabgabe hatten und wie viele waren Unentschlossene dabei? Ja, haben wir alles Unentschlossene waren nur dran. Ja, also repräsentativ, wie gesagt, war sie. Am 15. Oktober, wissen Sie, ist etwas passiert in der politischen Welt Österreichs, ja. Und es gilt in Niederösterreich jetzt dafür zu kämpfen, dass es gut weitergeht in diesem Land, und das geht nur mit einer Kraft, und ich glaube, wir haben jetzt noch mehr als 10 Tage bis zum Wahltag, und da ist sehr viel drinnen. Also spielt da die Bundespolitik auch rein, also in das Bild? Also eines ist sicher, bei den Grünen spielt keine Bundespolitik mehr rein. In das Bild! Aber zur Umfrage nochmal kurz, das heißt, diese Umfrage nehmen Sie nicht ernst. Nein, ich habe das Gefühl, es ist im Moment sehr, sehr viel in Bewegung und es sind wirklich sehr viele unentschlossen. Man muss diese 850 Fakten auch wissen, dass Sie sich trotzdem ernst nehmen. Das wäre ich nehme alle ernst. Okay. Frau Kusini, für den Neos schaut laut unserer Umfrage nicht so schlecht aus. Es dürfte, wenn die Wahl so eintritt, auch der Einzug in den Landtag zu schaffen sein. Meiner Meinung nach wird natürlich da sehr viel auch bewertet, die Performance der Neos im Bund. Oder was glauben Sie, wie viel Prozent ist Ihr Anteil, wenn Sie den Einzug in den Landtag schaffen? Also die Zahlenspielereien sind immer schwierig. Für uns freut natürlich das Positive, jetzt momentan die positiven Zahlen, die geben uns Rückenwind, die geben uns Kraft. Das heißt aber nicht für uns, dass wir uns jetzt schon zurücklehnen, so wie wir es auch nachher nicht tun, wenn wir im Landtag sind, sondern wir werden jetzt in Bewegung bleiben die nächsten Tage, damit wir ab dem 28. Jänner auch Bewegung in den Landtag bringen können. Und wir haben es ja hier auch schon gehört, was die großen Herausforderungen sind in Niederösterreich. Ich glaube, das größte Thema, das wir hier haben, das ist, dass wir die Demokratie in diesem Bundesland in das 21. Jahrhundert bringen müssen und dass wir mehr Verantwortung in der Politik hier brauchen. Was meine ich damit? Wir haben das heute jetzt vorhin auch schon gehört. Wir haben den Proporz nach wie vor im System. Die Frau Krismer hat das jetzt auch gerade angesprochen. Wir haben den Proporz hier. Das heißt, dass alle großen Parteien automatisch
mit in der Regierung sitzen und automatisch mit dem Futterdruck sitzen. Und wenn ich dann noch höre, dass fast 100% der Beschlüsse einstimmig geschlossen worden sind, dann denke ich mir, da fehlt eine ganz, ganz gewichtige Gegenrolle. Eine moderne Demokratie braucht eine Regierung und braucht eine lebendige Opposition, und nur dieses Wechselspiel bringt ein Land voran. Und das ist einer der Gründe, warum wir sagen, wir treten an, weil wir wollen hier Bewegung und Erneuerung hineinbringen. Ein weiterer Hauptpunkt, aber wäre das Hauptanliegen, das ist das Thema nachhaltige Politik. Das ist bei uns sehr weit gefasst, wir auch die Schuldenpolitik damit hereinnehmen. Wir haben in Niederösterreich einen verantwortungslos hohen Schuldenberg, der uns Bürger in die Zukunft verstellt und vor allen Dingen unseren Kindern große Rucksäcke mit in die Zukunft mitgibt. Also allein, wenn ich mir anschaue, dass wir im Jahr 125 Millionen Euro für die Zinsen ausgeben, dann würde ich sagen, dieses Geld, das wäre sinnvoller investiert in Bildungseinrichtungen oder auch in den Pflegebereich. Also das ist ein großes Thema. Sichtbarkeit, sichtbar machen, wie fallen politische Entscheidungen überhaupt? Sichtbar machen, wo fließen die Geldmittel hin? Es ist ja so in diesem Bundesland, dass es Rechnungshofberichte gibt, die darauf hinweisen, was im Förderwesen, welches Unwesen im Förderwesen betrieben wird. Also alleine, wenn man sich also Rechnungshofbericht anschaut, wo über 500 untersuchten Förderansuchen 130 nicht einmal den formalen Kriterien entsprechen, dann heißt es einfach, hier gibt es Geldzuweisungen auf Zuruf. Und wir haben hier einfach ein über Jahrzehnte aufgebautes Machtsystem, teilweise wirklich, wo die anderen Parteien auch mit abgenickt haben, ohne Kontrolle, mit abnicken. Und das gilt es einfach aufzubrechen, weil das, der Preis, den wir Bürgerinnen dafür zahlen, der ist wirklich hoch. Es gibt ein System von Abhängigkeiten. Ich habe das auch schon mehrfach erzählt, wie es uns gegangen ist, wie wir Unterstützungserklärungen gesammelt haben. Wenn die Menschen Sorge haben, berechtigt Sorge haben, dass sie für eine neue wahlwerbende Partei unterschreiben gehen, weil sie denken, puh, da hängt der Kindergartenplatz vom Enkel dran oder die Baugenehmigung, die gerade im Bürgermeister liegt, der übrigens auch in der Zwischenzeit darüber entscheiden darf, wer welcher Zweitwohnsitzer hier wählen darf und welcher nicht, dann muss ich einfach sagen, da ist einiges im Argen und eine starke Oppositionskraft, eine lebendige, ganz, ganz wichtig. Frau Landeshauptfrau, was liegt im Argen oder welchen Preis muss der Bürger in Niederösterreich zahlen? Ich glaube, ich darf jetzt vielleicht einmal zwei wichtige Stichworte aufgreifen. Und das ist das Stichwort Demokratie und das Stichwort Kontrolle. Zwei wirklich wichtige Stichworte, und die mir auch persönlich ein Anliegen sind. Ich glaube, das Wichtigste in der Demokratie sind unsere Wählerinnen und Wähler, die bei jeder Landtagswahl ganz klar entscheiden, welche politische Partei zieht in den Landtag ein und welche politische Partei zieht in die Landesregierung ein. Und die Wählerinnen und Wähler sind auch die strengsten Kontrolleure der Politikerinnen und Politiker, denn sie entscheiden jedes Mal bei einer Landtagswahl, ob gut gearbeitet worden ist oder nicht gut gearbeitet worden ist. Das ist einmal zum Ersten. Das heißt, das Recht liegt hier beim Wähler und bei der Wählerin. Das Zweite, Kontrolle, das verbindet uns ja auch, Frau Collini, und NEOS, da steckt ja der Name neu drinnen. Und Sie wissen, dass ich neue Wege gehe. Ich habe das bei meiner Amtsantrittsrede gesagt, wo ich ein Demokratiepaket versprochen habe und wo ich versprochen habe, die Minderheitenrechte zu stärken. Wenn Sie sich erinnern, das war damals im April. Und im Juni wurde das alles bereits im Landtag verabschiedet. Das heißt, wir haben die Minderheitenrechte sogar beschlossen gegen die Zustimmung der Grünen, weil mir, und wo aber die Grünen natürlich die größten Profiteure sind, weil mir eben Kontrolle auch wichtig ist. Und wir haben ja Gott sei Dank auch andere Kontrollinstrumentarien. Zum Ersten, die Landesregierung wird kontrolliert und ist verantwortlich dem Landtag. Dann haben wir den Rechnungshof, der unser Tun und Handeln auch natürlich kontrolliert. Und dann haben wir natürlich auch die Wählerinnen und Wähler, das heißt sehr viele Kontrollinstrumentarien und jetzt auch noch die Stärkung der Minderheit. Weil all das ist mir wichtig. Warum haben wir das nicht miteinander gemacht? Sie wollen alles immer miteinander machen. In der Sache der Demokratie in Niederösterreich, wenn wir uns wirklich an den Besten orientieren, was Sie nicht gemacht haben, dann hätten wir einen Rechnungshofausschuss, wo die Opposition den Vorsitz stellt. Wir hätten einen Untersuchungsausschuss, wo wirklich auch
die Kleinen dabei sind und kontrollieren können und untersuchen können. Sie haben Kontrolle und Untersuchung haben sie nicht gemacht. Sie sitzen heute hier und geben sich sehr gönnerhaft. Das geht aber nicht in der Demokratie. Wenn wir uns da an den wirklich Besten orientieren, dann ist da aber schon gewaltig Luft nach oben. Und das ist auch mein Anspruch, dass in der nächsten Periode zwei Dinge weggehören. Und ich sage Ihnen eines, Sie werden mit Ihren Partnern in dieser Proporzregierung Probleme bekommen. Da habe ich Sie ja davor schon darauf hingewiesen. Sie werden es mit der SPÖ machen, haben die Freiheitlichen dabei sitzen, oder Sie machen es mit den Freiheitlichen und haben die SPÖ dabei sitzen. Oder Sie machen es eh wieder alle gemeinsam. Dann ist umso wichtiger, dass es eine Kontrollkraft in diesem Land braucht. Und das bedauere ich sehr, da sind Sie dem Anspruch, den Sie selber sich gestellt haben, nicht gerecht geworden, sich an Kärnten und an anderen zu orientieren, damit in Niederösterreich Untersuchen und Kontrolle verbrieftes Recht der Minderheiten ist. Vielleicht dazu zwei Anmerkungen dazu. Zum Ersten, die Verhandlungen auf Clubebene sind sehr positiv über die Bühne gegangen, dann überraschenderweise gab es keine Zustimmung, obwohl wir uns orientiert haben, was Minderheitenrechte, vor allem Untersuchungsausschuss, Vorsitzführung, ganz an den Nationalrat gehalten haben. Und auch im Nationalrat ist es Usus, dass der Präsident den Vorsitz hat. Ich glaube, der Ausschuss zu den Eurofightern zeigt, dass das gut funktioniert. Wir haben auch keine Proporzregierung. Und auch, was eben die Beteiligung beim Ausschuss betrifft, das ergibt sich aufgrund des Wahlergebnisses. Also da haben wir uns ganz orientiert an das Regulativ der Nationalratswahl. Und zum Zweiten sei auch angemerkt, dass mir persönlich die Minderheitenrechte wichtig sind und dass natürlich durch diesen Beschluss im Landtag auch diese Minderheitenrechte gestärkt worden sind. Aber es kann ja nicht sein, dass die Minderheitenrechte letztendlich ein Wahlergebnis ganz auf den Kopf stellen. So kann es auch wieder nicht sein. Nein, es geht nicht darum, es geht nicht darum, um irgendwas auf den Kopf zu stellen. Nur damit einmal die Menschen wissen, was in diesem Land weiterhin passiert. Es gibt einen Rechnungshofausschuss, wo eben genau diese vielen Berichte dort diskutiert werden. Es ist noch immer so, dass die Kleinen dort nicht vertreten sind, weil sich der Ausschuss nach Proporz zusammensitzt. Und auf reine Duldung der ÖVP sitzt dort eine Opposition ohne Stimmrecht. Beratende Funktion, ja. Ja, es ist ja wichtig. Ja. Es genau, ist eine kontrollierende. Ist ja. Nein, Sie müssen ja beraten werden, ja, weil Sie können nicht kontrollieren als ÖVP. Daher sitzen ja die Grünen jetzt drinnen die ganze Zeit. Aber Sie geben der Opposition weiterhin kein Stimmrecht. Daher, die Regierenden kontrollieren sich in Niederösterreich selber und untersuchen sich. Nämlich nicht, weil es hat noch keinen einzigen Untersuchungsausschuss gegeben. Und die SPÖ war immer mit dabei und hat bei der ÖVP immer die ÖVP unterstützt, damit es ja keinen Untersuchungsausschuss gibt. Und in der Angelegenheit des Kollegen Schnabels im Speziellen, wo es jetzt um die Jugendlichen ging, gab es keine Unterstützung. Da sind Ihnen die eigenen Machereien und ein bisschen Nachschauen zehnmal lieber, als dass die Dinge öffentlich werden und aufgearbeitet werden. Da muss ich jetzt sagen, zum Grundsätzlichen einmal, wir haben ein viel weitergehendes Demokratiepaket und das Thema der Stimmrechte. Wer ist wir bei Ihnen? Wir, die Sozialdemokratie. Okay. Wer könnte sonst sein? Ja, ist ja eine gute Frage, aber. Also das Thema der Stimmrechte von Oppositionsparteien bzw. von in Clubstärke vertretenen Parteien im Niederösterreichischen Landtag, das unterstütze ich auf jeden Fall auch. Wir haben noch weitere Vorschläge zum Thema Wahlrecht im Demokratiepaket. Wir waren angetan, dass beim zweiten Demokratiepaket unsere Vorschläge zur direkten Demokratie Landesvolksbegehren übernommen wurden. Das ist schon ein Fortschritt und das ist immer so eine Gratwanderung bei Zustimmung oder Abstimmung. Wenn ein Teil sich verbessert, stimmst du zu, obwohl die restlichen Vorschläge nicht übernommen werden. Faktum ist natürlich, dass wir sowohl in der Geschäftsordnung als auch in der Wahlordnung Verbesserungen noch brauchen, ganz deutlich. Und das Thema der Kontrollrechte, der schärferen Kontrollrechte der gegenüber einer Proporzregierung, das verstehe ich. Sie wollen die Proporzregierung beibehalten, warum? Entschuldige, das ist nicht richtig. Ich habe gesagt, wenn man über
die Proporzregierung in der kommenden Legislaturperiode redet. Das habe ich bei meinem ersten Gespräch beim Vorstellen sozusagen mit der Frau Landeshauptmann auch erörtert. Dann muss man über eine ganz klare Stärkung der Kontrollrechte reden. Nur wenn die Kontrollrechte so stark sind, dass tatsächlich Kontrolle auch gegen absolute Mehrheiten in diesem Land ausgeübt werden können, die sinnvoll sind, dass Fragen beantwortet werden müssen, die sinnvollerweise gestellt werden, dann ist es sinnvoll, auch über das Thema Proporzregierung zu reden. Abschaffung, ja? Proporz ist ein Thema für die. Das hängt an. Nein, ist der nicht. Frage, doch. Also, es tut mir leid, Frau Griesmer. Ist Herr Schnabel für oder gegen den Proporz? Das können wir heute da ausmachen, nicht wieder herumreden. Ja oder nein? Die Abschaffung des Proporzes hängt an der Frage der Kontrollrechte. Aha. Ganz klar. Okay. Wenn die Kontrollrechte so stark sind, dass die Opposition nominiert den Rechnungshofausschuss und andere Dinge, dann können wir darüber reden, dann bin ich auch bereit zuzustimmen, wenn die Kontrollrechte ausgebaut sind. Also in der derzeitigen Rechtskonstellation ist die Abschaffung des Proporzes nicht sinnvoll, meiner Meinung nach, weil dann gibt es überhaupt kein Mitsprechen sozusagen bei irgendwelchen Beschlüssen. Ja, aber seit der SPÖ ist ja immer seit Jahrzehnten nur dabei. Ihr habt ja keine wirkliche Mitsprache. Das macht die ÖVP alleine. Frau Griesmer, wenn wir über die SPÖ reden, dann müssen wir schon reden, dass ich die SPÖ am 28. Juni übernommen habe. Und dass ich natürlich einen anderen Zugang zu vielen Politikfeldern habe. Das müssen wir schon. Ich sitze immer und bin fast für die Bundespartei verantwortlich, da werden Sie sie nicht abputzen können, was Ihre Vorgänger betrifft. Und ich war immer mit dabei. Die Kontrollrechte sind eine Seite. Und dass man die stärken muss, das steht ja außer Frage. Genau. Genauso wie die Kontrollausschüsse definitiv in die Opposition hineingehören und sich nicht die Regierung selber kontrollieren kann. Ich glaube, das ist ganz klar. Die zweite Dimension der Kontrolle ist aber auch das Sichtbarmachen, weil es geht ja schlussendlich um uns Bürgerinnen. Und die Frage, die sich mir schon aufdrängt, welche Möglichkeiten haben die Bürgerinnen nachzuvollziehen, wie Entschlüsse fallen und wo die Geldflüsse hingehen. Und da habe ich schon ein großes Thema, Frau Landeshauptfrau, das ist die Transparenzdatenbank. Die ist seit 5 Jahren, ist die Gesetz. Und seit 5 Jahren weigern sich die Landeshauptleute, auch Sie, diese Transparenzdatenbank zu befüllen, damit wir Bürgerinnen auch sehen, wohin die Mittel gehen. Das macht sie aber jetzt. Das hat sie schon steht jetzt in ihrem Programm drinnen. Und was denke ich mir als Bürgerin? Da denke ich mir wirklich jetzt, wo es zum Wahltermin kommt, werden plötzlich Dinge versprochen. Angekündigt haben sie es übrigens schon im Sommer im Nön-Interview. Bis jetzt ist nicht viel passiert. Jetzt haben wir Jänner. Und ich frage, was mich, die Frage, die sich mir stellt, ist einfach die Glaubwürdigkeit der Maßnahmen. Die Frage geht mir gleich weiter. Frau Pauline, ich bitte Sie da nachzulesen, wann ich hier nach außen kommuniziert habe, dass mir Transparenz ein ganz wichtiges Anliegen ist. Das ist in allen Zeitungen, in allen Interviews, im Fernsehen, überall nachzuhören und nachzulesen. Was haben wir getan? Punkt 1, haben wir beschlossen, dass selbstverständlich die Regierungsbeschlüsse in Zukunft übers Internet veröffentlicht werden, die zentralen Inhalte als auch an die Clubs selbstverständlich weitergegeben werden. Das ist zum Punkt 1. Zum Punkt 2, Transparenzdatenbank, habe ich sofort gesagt, mir ist wichtig, dass vor allem, dass alles eingemeldet wird, wo wir ja schon im Bereich der Wohnbauförderung einmelden, wo jetzt alle technischen Vorbereitungen getroffen werden, wo wir wahrscheinlich im Herbst, so sagen wir meine Expertinnen und Experten, alles eingemeldet haben werden an Förderungen, das heißt, wo alles dann transparent ist. Und mir ist es zum einen wichtig, dass es transparent ist und zum zweiten, dass wir damit auch ein Steuerungsinstrumentarium haben und genau sehen, welche Förderung wirkt, welche, dass man sagt, Wirkungsziele, letztendlich werden die erreicht, ja oder nein. Das heißt, ich bekenne mich ganz klar zur Transparenzdatenbank und bitte Sie, das auch gerne nachzulesen. Das Datum habe ich jetzt nicht präsent. Nachlesen, ich werde es einfordern, Frau Mitzler. Und ich verspreche Ihnen, es ist im Herbst die Transparenzdatenbank
voll. Die Beamtenschaft arbeitet auf Hochtouren. Okay, mit dem Versprechen. Nein, also, dass ich die Frau Landeshauptfrau noch verteidigen muss, ja, das mit der Transparenzdatenbank, das erfolgt ja ohnehin. Also, das ist im Werden und das ist sozusagen wirklich in den Kinderschuhen und das kommt. Aber was die Angelegenheit betrifft, Antworten, dass Sie antworten, was war in der Landesregierung. Ich habe Ihnen, glaube ich, jetzt vor einigen Tagen wieder eine Anfrage gestellt, was war die Tagesordnung in der Landesregierung, was ist dort beschlossen worden, und Sie haben mir wieder nicht geantwortet. Und die Landesregierung musste nicht auf einen Beschluss des Landtages warten. Sie als neue Landeshauptfrau hätten sofort in Ihrer ersten Sitzung sagen können, wir wollen hier die Geschäftsordnung ändern, mir ist es wichtig, dass auch der Landtag bestens informiert ist über die Punkte. Und man hätte nur reden können, dass das eine oder andere aus welchen Gründen auch immer für Niederösterreich vielleicht nicht öffentlich ist oder nur in gewissen Teilen. Aber dass man die großen Punkte weiß. Und das haben Sie nicht gemacht. Da ist unsere Forderung so weit im Demokratiepaket, dass wir die Tagesordnung vorher online stellen müssen. Und die Beschlüsse nachher, außer jene, die wegen persönlichen Datenschutz oder Dateninteresse der Geheimhaltung unterliegen, auch online, und zwar in der vollen Länge online gestellt werden sollen. Das ist eigentlich selbstverständlich in allen entwickelten Demokratien. Mir geht der Punkt Ich darf nur ganz kurz dazu, weil Sie ja damals offensichtlich noch nicht dabei waren, dass wir das natürlich im Demokratiepaket auch mit drinnen haben, dass in der neuen Legislaturperiode selbstverständlich das kommt. Ja. Nur zur Erinnerung. Ja, genau. Das heißt, das wird ohnehin nachjustiert. Das ist eine Forderung, die wir im Demokratiepaket haben, dass das alles online gestellt wird. Okay. Es geht mir aber nur einen Satz noch weiter. Weil es hört natürlich, was wir unter Transparenz und Demokratie verstehen, nicht auf nur bei Geschäftsordnung, Wahlordnung, was im Landtag und in der Landesregierung passiert. Es geht auch darum, was in der Landesverwaltung passiert. Und ich habe es schon einmal gesagt, wir haben Landespersonalvertretungsstimmzettel. Da ist nur eine einzige Partei, das ist der § 11 der Personalvertretungswahlordnung, in 169 von 170 Landesdienststellen am Stimmzettel drauf. Nicht, weil Ihr Landesgeschäftsführer Ebner da kritisiert hat, dass ich einen Vergleich mit einem Land hergestellt habe. Mir fiel nur dieses eine Land ein, aber er darf sich gerne aussuchen, ob es andere Länder gibt, wo es Stimmzettel gibt, bei Abstimmungen oder Wahlen, wo nur eine einzige Partei zugelassen ist. Der berühmte § 11 zu reparieren, das hat der Herr Landeshauptmann Bröll im Jahr 2009 zugesagt. Nächstes Jahr sind Landespersonalvertretungswahlen. Ich warte noch immer auf die Reparatur der Interpretation des Landes zum § 11. Und sind Sie für Amtsverschwiegenheit? Ja oder nein? Das ist viel wichtiger. Das ist auch eine Frage des persönlichen Datenschutzes, ansonsten nein. Ja, aber wir sehen das viel weiter. Wir sind für eine Abschaffung des Amtsgeheimnisses, weil in Österreich ist es so, dass ganz viel hinter verborgenen Türen passiert und das auch als Deckmantel genommen wird. Es gibt einen Index, den werden Sie kennen, den Right to Information Index. Das ist ein weltweiter Index, wo gemessen wird, inwieweit die Bürgerinnen Zugang zu relevanten Informationen haben. Da geht es ja nicht nur um Protokolle, es geht auch um Studien, die Allgemeinheit finanziert zum Beispiel. In diesem Index sind 100 Länder untersucht worden und Österreich ist auf Platz 100. Wir sind aber in Niederösterreich, da sind wir vielleicht aus der Zeit. Aber da lade ich die Frau Landeshauptfrau ein, nicht nur das schnellste Niederösterreich Land zu machen, sondern auch das transparenteste Land. Danke. Wir sind jetzt mehr oder weniger mit dem Themenblock, glaube ich, genug ausgeschweift. Jetzt würden wir uns jetzt gerne noch ein paar Themen haben. Genau, dem Thema Entwicklung des ländlichen Raums widmen. Wird sicher ein Zukunftsthema der nächsten Jahre werden. Jetzt wäre generell interessant, wo sehen Sie hier die Möglichkeiten? Und an Sie, ja, Frau Landeshauptfrau, die Frage. Es gibt jetzt quasi die Entscheidung der Übersiedlung des Umweltbundesamtes nach Klosterneuburg. Da kann man jetzt diskutieren, ist das ländlicher Raum oder nicht. Zugleich die Entscheidung von St. Pölten, 500 Jobs in die Regionen zu verlagern. Was wird da noch kommen? Also welches Amt wird noch von Wien nach Niederösterreich übersiedeln? Was kommt hier an weiteren Dezentralisierungsstrategien? Ja, ich glaube,
mir persönlich ist sowohl eine positive Entwicklung unserer urbanen Räume, aber genauso der ländlichen Räume von zentraler Bedeutung. Und Sie haben ein Thema angesprochen, das heißt Dezentralisierung. Und im Bereich der Dezentralisierung sind mir zwei Punkte wichtig. Zum Ersten die Übersiedlung von Bundesinstitutionen aus Wien in andere Bundesländer, von Niederösterreich über Tirol, Vorarlberg. Das heißt, weil die Standorte in den anderen Bundesländern um nichts schlechter sind wie in der Bundeshauptstadt Wien. Und was in der Schweiz und in Deutschland geht, nämlich dass an die 25% der Bundesinstitutionen sich in den Bundesländern befinden, muss auch in der Republik Österreich gehen, wo maximal 5% der Bundesinstitutionen der Bundesländer sind. Bundesumweltamt gibt es eine Vereinbarung zwischen dem Ministerium und dem Land Niederösterreich, dass das Bundesumweltamt nach Niederösterreich nach Klosterneuburg geht. Warum? Weil dort das Bundesumweltamt sich in verschiedensten Häusern befindet, die alle in einem sehr schlechten Zustand sind und die ohne dies eine neue Location brauchen. Das heißt, das ist einmal ein gutes Beispiel in Richtung Dezentralisierung generell von Bundesinstitutionen in die Bundesländer. Das ist das Erste. Das Zweite, was mir natürlich auch wichtig ist, dass wir mit positivem Beispiel vorangehen, zukunftsträchtige Arbeitsplätze auch in die Regionen zu bringen. Da gehen wir mit positivem Beispiel voran. Während natürlich früher bei der Übersiedlung von Wien nach St. Pölten als neue Landeshauptstadt, neue Verwaltungssitz, war natürlich damals gut, wichtig und richtig. Die moderne Technologie ist vorangeschritten und somit ist es jetzt möglich, dass wir 500 Arbeitsplätze transferieren in die ländlichen Regionen mit Schwerpunkt Waldviertel und Weinviertel. Und da gehen wir mit positivem Beispiel voran, damit wir dort auch wirklich qualitative Arbeitskräfte haben und auch mehr an Innovationskraft noch entwickeln können. Herr Schnabel, ländlicher Raum, kleine Gemeinden, auch hier großes Anliegen. Wir sehen das auch bei Ihren Wahlplakaten. Sie haben sehr kritisch angemerkt auf Fotos, wo leerstehende Geschäftslokale sind. Wir haben jetzt nachrecherchiert, das Foto ist sogar von Wilhelmsburg, ist eine rote Gemeinde. Also da hätten vielleicht Ihre Kollegen durchaus vielleicht auch dagegen wirken können. Trotzdem, was wollen Sie als Landespolitiker dafür tun, dass die ländlichen Gebiete, ländliche Gemeinde wieder gestärkt werden? Also zunächst einmal zum Umweltbundesamt. Grundsätzlich ist es schon sinnvoll, wenn Bundesdienststellen oder Landesdienststellen dort sind, wo die beste, mehr oder weniger Kommunikationsmöglichkeit, Ansprechbarkeit, Erreichbarkeit und sozusagen der Ressourcenrückgriff vorhanden ist. Das heißt, für neue Dienststellen, die irgendwo in der Peripherie nach diesen Gesichtspunkten anzusiedeln, in irgendeinem Land im ländlichen Bereich, das kann durchaus sinnvoll sein und wäre zu unterstützen. In dieser Frage muss man schon sagen, es wird hier kein einziger zusätzlicher Arbeitsplatz geschaffen. Es wird gegen den Widerstand der gesamten Belegschaft mit viel Geld, mit viel Steuergeld, ein Imageprojekt der Verlegung von Wien nach Klosterneuburg, was jetzt nicht besonders signifikant für den ländlichen Raum ist, geschaffen. Wenn wir Politik für den ländlichen Raum verstehen, dann verstehen wir das so, dass es viele Probleme, das ist kein niederösterreichischer Fall per se, das ist generell in Österreich leider Gottes in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren so gewesen, dass es viele Fehlentwicklungen gibt, was die Raumordnung betrifft. Und das ist die kritische Anmerkung sozusagen. Die Ortskerne, die sind von Geschäften und Gasthäusern, Städten der Begegnung mehr oder weniger entleert, weil sich sehr viel an den Rand der Ortskerne hin verlagert hat, Stichwort Fachmarktzentren und anderes. Und da ist es schon notwendig, dass wir gemeinsam zu einer anderen Politik, zu einer anderen Meinung in der Raumordnung kommen. Und dass wir entsprechende Schwerpunkte setzen, die Ortskerne wieder zu beleben. Niederösterreich hat eine Vielzahl wunderschöner, historischer Ortskerne, die von Geschäften entleert sind, wenn man so möchte. Und die Fachmarktzentren befinden sich am Rand. Ganz generell haben wir aber auch die Idee, dass es zunächst einmal eine Vision braucht, was wollen wir überhaupt in einer Region erreichen. Ich habe jetzt ganz bewusst gestern erst vorgestellt, weil wir sehr über Inhalte reden wollen, im letzten Abschnitt der Wahlbewegung, die Vision Skandinavien-Waldviertel.
Das heißt, man hat einen Plan, eine Vision für eine gesamte Region und muss dann natürlich daraus ableiten, Leitprojekte, die wir in der Politik gestalten können, sozusagen um diesen Raum zu entwickeln. Wenn wir ein Tourismuszentrum oder eine Tourismusregion haben mit einem, jetzt sage ich mal, international bekannten Begriff beispielsweise, sozusagen wenn das gelingt, wenn es gelingt, beispielsweise aus der digitalen Wirtschaft ein, wenn man so will, Silicon-Waldviertel zu entwickeln, dann erübrigen sich andere Fragen wie Ärztemangel, Abwanderung, Berufsperspektiven, Arbeitsplatzperspektiven völlig anders. Und genau darum geht es uns, wenn wir die Belebung des ländlichen Raums sehen wollen. Gerade durch die Digitalisierung ist es viel eher möglich und darin liegen auch ganz große Chancen für den ländlichen Raum, Arbeiten losgelöst von Zeit und Ort zu organisieren. Aber es ist natürlich auch ein bisschen im Lauf der Zeit, muss man sagen. Also es kämpfen viele Geschäfte natürlich in der Innenstadt auch mit zu geringer Frequenz. Ja. Also jetzt nur zu sagen, es müssen wieder die Fachmarktzentren weg, ist wahrscheinlich auch so. Aber es müssen zumindest keine neuen her. Es gibt Alternativen und über diese Alternativen sollte man sinnvoll diskutieren. Okay. Die FPÖ spricht von einem Gesundheitsnotstand im Land. Worauf stützen Sie diese Behauptung? Was ist da konkret damit gemeint? Und was wären Ihre Rezepte dagegen? Die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum ist die Problematik dahinter keine Erfindung der FPÖ. Das hat ja jeder in dem Raum auch schon angesprochen. Das ist ja evident. Dass dieser Notstand auf alle Fälle drohen wird, der eine große Pensionierungswelle ansteht. Und das ist ein Faktum, das einfach negiert wird momentan. Und das ist ein Problem, wenn wir den ganzen Bereich des ländlichen Raums sprechen. Die gesamte Thematik geht natürlich noch viel weiter und um auch noch kurz das Umweltbundesamt anzusprechen, natürlich ist da schon die Frage zu stellen, ob man jetzt Klosterneuburg unbedingt in den ländlichen Raum einordnen kann. Das würde ich eher verneinen. Schaffe ich andere Probleme? Habe ich auch nicht gesagt, nur zur Erklärung. Ich habe gesagt, zwei Punkte sind mir wichtig, nur dass wir bei dem bleiben, was ich gesagt habe. Es diskursiert immer wieder aber mit dem Argument, der ländliche Raum muss gestärkt werden. Das wird natürlich nicht funktionieren. Man muss bei der Entwicklung des ländlichen Raums auch seriös bleiben und realistisch sein. Wenn wir uns ansehen, die Infrastruktur, die im ländlichen Raum vorhanden ist, dann sehen wir, dass die im besten Fall in den Bezirkshauptstädten aufhört. Und das sind für mich in Wahrheit diese vielen Speckgürtel, die wir haben, rund um die Bezirkshauptstädte. Und die gehören erweitert. Da muss ich mir erst schon, dass die Infrastruktur von dort ausgehend in Ordnung ist. Angesprochen schon Digitalisierung, Breitbandausbau. Ist für zwei Komponenten wichtig. Zum einen für Unternehmer, damit sie sich auch ansiedeln, aber zum zweiten auch für Arbeitnehmer, für die Bevölkerung vor Ort, Stichwort Heimarbeit. Damit man auch von zu Hause arbeiten kann und Berufstätigkeiten zu Hause durchführen kann, zumindest tageweise, und dann ein Pendelproblem abgeschafft hat. Gleichsam ist aber auch die ganze Frage Verkehr eine Frage der Infrastruktur. Ich brauche entsprechende Verkehrsrouten und da sind wir niemand sich nur auf Straße oder nur auf öffentliche Verkehrsmittel wie Bahn festlegt. Es muss beides funktionieren. Und deswegen fordern wir, wenn das Beispiel Waldviertel angesprochen wurde, ja seit über 20 Jahren schon die Errichtung einer Waldviertelautobahn, wo jetzt Gott sei Dank auch Bewegung in die Materie kommt. Und ich hoffe, dass das auch wirklich zügig durchgeführt wird, weil wir kennen ja sehr viele Spatenstiche verschiedenster Straßenbauprojekte, die teilweise 40 Jahre zurückliegen und bis heute nicht errichtet wurden. Da hoffe ich, dass das passiert, denn das brauchen auch wiederum beide. Die Pendler genauso wie eben die Arbeitgeber, die sich ansiedeln wollen. Und die Landeshauptfrau meint, Verkehrsminister, ja, Gott sei Dank, der freiheitliche Verkehrsminister hat sofort zugesagt, das zu evaluieren, das zu planen. Währenddessen die ÖVP seit 30 Jahren in der Bundesregierung ist und bis dato nichts zu Wege gebracht hat. Und das muss man auch erkennen. Und wenn ich die Pendlersituation anspreche, dann ist das natürlich von enormer Bedeutung. Wir haben die Zahlen, wir wissen, wie viele Personen aus den Regionen auspendeln. Und da haben viele das Problem, dass sie zwar mit dem Auto fahren können, aber es sich nicht leisten wollen oder können. Und das soll auch nicht sein. Und da sehen wir auch, dass der öffentliche Verkehr speziell im ländlichen Raum ausgedünnt wurde. Warum? Weil man den öffentlichen Verkehr in Niederösterreich immer unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet hat. Rentiert sich diese Nebenbahn? Ja oder nein? Betriebswirtschaftlich ist in der Regel ein Nein herausgekommen und damit hat man gestrichen. Da wurden 26 von 29 gestrichen. Da muss man erkennen,
das wird nicht profitabel sein, das wird nicht gewinnbringend sein in einer betriebswirtschaftlichen Rechnung. Aber in einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ergibt das wohl einen Nutzen. Und da müssen wir ansetzen. Sind wir bei den Grünen. Sie wollen die Regionalbahn stärken, Frau Griesmer. Reicht es aus, um die Landflucht einzudämmen und auch die ländlichen Räume zu stärken? Ja, bei der ländlichen Entwicklung haben wir auch Berichte des Rechnungshofes, der uns darauf hinweist, dass da oder dort das Geld nicht da, dort angekommen ist und auch nicht mit dem Wirkungsgrad. Das muss man, glaube ich, sehr ernst nehmen und muss das verbessern. Es ist sehr viel Geld im Umlauf, auch Mittel der Europäischen Union, um genau den ländlichen Raum zu stärken. Für mein Dafürhalten ist es zentral im ländlichen Raum, wenn es eben dort eine zeitgemäße Mobilität gibt. Das ist für mich nicht die Waldviertelautobahn, das ist aber das Stärken der Regionalbahnen. Das ist wirklich, sind gute Takte, mehr Angebote und eben mit dem, was auch unser Angebot ist, mit diesem 365-Euro-Ticket. Weil da sparen sich die Menschen viel und sie werden dann nicht die Pendler, Pendlerinnen-Strecke nur verwenden, sondern man fährt dann auch mit der Familie und am Wochenende mehr und lasst das Auto eher stehen. Ich glaube, was noch wichtig ist, ist die Mobilität. Neben der Mobilität ist die Digitalisierung, die ist ganz zentral. Dass, wir sind hier wirklich zu langsam. Wir haben das, glaube ich, ein bisschen übersehen. Das hat Niederösterreich übersehen, aber das haben wir generell, glaube ich, in Österreich übersehen. Wir haben 10 Millionen im Budget seit ein paar Jahren. Das ist einfach viel zu wenig. Wir reden da wirklich von vielen, also ich glaube eine Milliarde. Und zumindest bei mir wäre ausgerechnet, um es zu schaffen, dass man wirklich flott unterwegs ist. Und dann bin ich bei den jungen Menschen. Die sitzen heute in der ländlichen Region, die wollen auch Netflix schauen, die wollen ein schnelles Internet haben. Und für die Jugend ist damit auch der ländliche Raum, bleibt der einfach die Heimat und sie drängen da nicht weg. Und da muss man auch die Arbeitsplätze, mit der Digitalisierung hat man die Chance und mit einer modernen, zeitgemäßen Mobilität, dass dort Arbeitsplätze geschaffen werden. Und bei Arbeitsplätzen ist mir dann noch wichtig, dass, und da sind wir uns wahrscheinlich als Frauen einig, wenn die Frauen in den ländlichen Regionen nicht behalten werden können, dann gibt es auch den Nachwuchs nicht und dann sterben die Regionen aus. Das heißt, da sind mir die Gratis-Kindergärten wirklich wichtig. Ich glaube, das ist einfach ein gutes Zeichen für Frauen im ländlichen Raum. Und alles rund um Kinder und Jugendliche, wenn wir das weiter ausbauen würden, dann steigen die Chancen immens. Und das könnte man in Niederösterreich ganz gut anpacken und nicht irgendwelche Experimente. Also eher Bodenständiges in Mobilität, Digitalisierung, Frauen stärken mit guten sozialen Angeboten, letztendlich damit auch die Familien. Das sind meine Konzepte und das sind die Konzepte der Grünen und ich glaube, das sind ganz handfeste Vorschläge. Die NEOS wollen den ländlichen Raum dadurch fördern, dass sie auch das unternehmerische Denken und Handeln mehr fördern wollen. Jetzt ist aber so, wenn wir schon beim Thema Fördern sind, dass Förderung, dass Sie ja zugleich Förderungen kürzen wollen, beziehungsweise da auch entsprechende Sparstiftungen. Also wie passt das zusammen? Nach diesen langen Vorreden versuche ich es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, was unsere Zugänge zum Thema ländlichen Raum und Unternehmertum sind. Wenn man die Problematik im ländlichen Raum sich anschaut, muss man sich einfach grundsätzlich die Frage stellen, warum ziehen die jungen Menschen von dort weg? Die ziehen von dort weg, weil sie keine Möglichkeit sehen, sich vor Ort etwas aus eigener Kraft aufzubauen. Was braucht man, damit das möglich ist? Wir brauchen Kinderbetreuung und da geht es nicht um gratis, da geht es vor allem darum, dass die überhaupt da ist, weil über 50% der Kindergärten in Niederösterreich schließen vor 16 Uhr und es ist unmöglich, dass die Familien, Familie und Beruf von dort mitbringen können. Wir brauchen, ja, das stimmt auch, das Breitband, die Breitbandentwicklung muss viel schneller gehen. Das haben wir wirklich verschlafen. Das ist für mich keine Offensive, weil eine Offensive ist etwas, wo ich meine ganze Kraft hineinlege. Das sehe ich doch nicht, da nicht. Und das dritte Jahr, das ist das Thema Arbeitsplätze. Ich habe ein Tafel mitgebracht. Oh, ja, damit ich das auch einmal geübt habe, für diese Tafel. Also die Kamera halten, ja. Kollegen. Genau. Wir vergessen, es ist so, dass wir in Niederösterreich eine wirklich sehr dramatische Entwicklung haben. Wir haben eine positive Arbeitsmarktentwicklung grundsätzlich in Österreich und diesen Schwung können wir in Niederösterreich nicht mitnehmen. Was steht auf dem Tafel drauf? Dass der Rückgang in der Arbeitslosenstatistik in Niederösterreich hinter dem österreichischen Bundesdurchschnitt liegt, hinter dem österreichischen Durchschnitt mit nur minus 1,8% Rückgang oder Erholung. Und was wir in dieser Diskussion immer wieder vergessen, das ist,
die Menschen, die Arbeit geben. Und das sind übrigens auch nicht die bösen Unternehmen und die bösen Konzerne, Frau Christmann, um die geht es jetzt gar nicht, sondern es geht um ganz normale... Nein, heute nicht, aber... Bis jetzt. Nein, ich frage, ich kontrolliere mich auch gerne selber, ja, das wäre eine Frage, habe ich heute. Sondern es geht um die kleinen Betriebe, um die Einpersonenunternehmen, die eine Rahmenbedingung brauchen, dass sie den ersten Mitarbeiter oder den zweiten Mitarbeiter anstellen können. Aber zu diesen Rahmenbedingungen gehören. Da komme ich jetzt dazu. Genau, das muss nicht unbedingt sein. Wir haben ein großes Thema, das sind natürlich Lohnnebenkosten, das kann die Frau Mikl-Leiden nicht lösen, das Thema. Das kann sie nur in den Bund hineintragen. Wo sie schon beitragen kann, ist, wenn wir es schaffen, unsere Schulden herunterzubringen und die Steuergeldverschwendung abzustellen, dann bleibt schlussendlich allen mehr im Börsal, weil wir die Steuerquote herunterbringen. Also das wäre, Geld zu sparen, bringt schlussendlich jedem Österreicher und Österreicherin mehr Geld im Börsal, wenn wir die Steuerquote senken können. Also die Lohnnebenkosten müssen sinken. Und das zweite große Thema, das ist die Bürokratie. Und wenn ich mir anschaue, eine Studie, die aus Niederösterreich kommt, von der Wirtschaftskammer Niederösterreich, dass die niederösterreichischen Betriebe aus Gewerbe und Handwerk 7 Millionen Stunden im Jahr brauchen, um mit Bürokratie sich zu beschäftigen, um Formulare auszufüllen. Das sind 7 Millionen Stunden, die nicht in produktive Arbeit geht. Das heißt 7 Millionen Stunden, die keinen Umsatz macht, aus denen man Leute bezahlen kann. Und dann haben wir da eine große Möglichkeit, Rahmenbedingungen zu schaffen, Hürden aus dem Weg zu räumen, damit es einfacher wird, unternehmerisch tätig zu sein. Was das unter, da würde ich ganz gern schon jetzt was drauf sagen. Aber was Unternehmer und Konzerne betrifft, Frau Colline, wissen Sie, wo ich bei Unternehmungen und Konzernen ein Problem habe? Wenn eine Partei antritt, so wie Sie hier, die neben mir sitzen, Transparenz einfordern, bis heute nicht sagen, in welcher Höhe dieser Wahlkampf von Ihnen wirklich finanziert wird, nicht eine Auskunft Ihren Wählerinnen und Wählern geben, was Sie damit finanzieren. Und ich glaube, ein großer Unterschied ist zwischen uns zwei. Sie sitzen hier und lassen sich auch sponsern von Unternehmungen. Ich sitze heute hier mit einem Betriebsmittelkredit für meine Partei, für den ich selber bürge. Und das ist ein großer Unterschied zwischen uns zwei. So viel zum unternehmerischen Geist auch in der Politik. Frau Christmann, was Sie behaupten ist, dass wir uns von Konzernen und Unternehmen finanzieren lassen, und das ist schlicht und einfach Sie haben nicht wahr. Wir sind die Einzigen, die bekommen auf Bundesebene und irgendwas wird schon für Niederösterreich jetzt auch dabei gewesen. Stellen Sie es klar. Sie verlangen von den allen immer Transparenz. Wenn Sie mich ausreden lassen, stelle ich es klar. Wir sind die einzige Partei von allen, die hier im Raum sitzen, die die Einnahmen und Ausgaben vom Bund, vom Parlamentsclub, von unserer Parteiakademie, von allen Landesorganisationen 365 Tage im Jahr zeigen. Unsere Einnahmen und Ausgaben auf der Homepage. Da sind wir die Einzigen, das macht kein anderer außer uns. Auch Sie nicht, Frau Christmann, und auch Sie nicht. Und wir haben einen Wahlkampf. Sie haben jetzt ein Wahlkampfplanbudget gezeigt, einen Plan. Wir sind immer noch die mit 400.000 Euro auskommen. Das ist der allergünstigste Wahlkampf von allen Fraktionen. Hier, aber ich lade Sie hier ein, Frau Christmann. Wir stecken uns ein für eine Halbierung der Parteienförderung, weil ich das eine Sauerei finde, was ausgegeben wird für Wahlwerbung. Wir sind die, die sagen, 1 Euro pro Person in Niederösterreich ist genug. Und ich lade Sie hier ein. Das lassen Sie uns das gleich als erstes Thema angehen. Halbierung der Parteienförderung und Senkung der Wahlkampfkostenobergrenze. Sind Sie damit dabei? Ich halte nur fest, Sie legen nicht offen, was Sie um 400.000 Euro am Markt einkaufen. Sie legen es nicht fest. Alle, die viele Wahlkämpfe gemacht haben, stimmt einfach nicht. Glauben Ihnen nicht, dass das 400.000 kostet. Ja. Das könnte man auf der Webseite nachsehen. Aber zur Parteienförderung, Frau Landeshauptfrau. Was die Parteienförderung betrifft, ja, die ist in Niederösterreich eine der höchsten. Wir sitzen heute zu dritt da als Frauen. Und was wichtig wäre in Niederösterreich, ist, dass wir bei der Parteienförderung wirklich es verbindlich hineinbringen, dass es eine gewisse Quote an Frauen braucht, auch im Landtag. Und wenn die dabei sind, dann wird sie ausbezahlt und ansonsten gibt es eine Malus. Dann gibt es nicht. Wenn wieder, wie bei den Freiheitlichen, alles nur Männer drinnen sitzen, dann muss es Abschläge geben, weil das ist nicht repräsentativ. Das sieht man, welches Verständnis die Frau Christmann von Demokratie hat. Sie will als Parteivorsitzende entscheiden,
wer jetzt besser oder schlechter ist. Und das tun wir nicht. Wir lassen die Wähler entscheiden, wen sie im Landtag in diesem Fall vertreten wissen. Und wenn sie mit Voten arbeiten, dann ist es höchst undemokratisch, immer eine Abschlagszahlung aufzubürden, nur weil er nicht die Repräsentanten entsendet, die sie gerne hätten. Vergiss mal nur zur Erinnerung, wir machen keine Politik für die Grünen und das wird auch so bleiben. Danke, Herr Hambauer. Wir sind jetzt weit weg von der Arbeitsmarktpolitik. Ich möchte bei dem Thema noch einhaken, das uns offensichtlich alle eint und was vor allem von ganz zentraler Bedeutung ist für die künftige Entwicklung des ländlichen Raums. Und das ist natürlich der digitale Wandel, den für Land und Leute zu nutzen. Und da braucht es ja die Breitbandoffensive und da bin ich stolz, dass wir bereits 4 Pilotregionen haben, dass wir diese Breitbandoffensive ausrollen wollen auf ganz Niederösterreich. Und da braucht es sehr viel an Geld. Und da werden wir sicherlich bei der 1 Milliarde, die Frau Griesmann angesprochen hat, zu liegen kommen. Und da geht es darum, dass wir seitens des Landes viel investieren, dass wir aber vor allem auch seitens des Bundes die Unterstützung bekommen. Denn da braucht es Tempo, damit wir das rasch ausholen, um auch wirklich die Chancen zu nutzen. Neue Betriebsansiedelungen, neue Arbeitsplätze, Vorteile für die Bildungseinrichtungen. Das heißt, ein Thema, das uns eint und wo ich wirklich bitte, dass wir da miteinander das auch planen, umsetzen, realisieren. Aber Ihrer Meinung nach, von Landeshauptfrau, hängen wir da nicht nach? Ich wäre schon gerne weiter, überhaupt keine Frage. Das heißt, da braucht es Tempo auf Landesseite und auf bundespolitischer Seite. Denn je schneller wir sind, umso mehr international wettbewerbsfähig sind wir. Und das ist für uns eine ganz neue zentrale Lebensader neben Straße, Schiene. Das heißt, das ist wichtig und ich glaube, da sind wir auf alle Fälle einig. Das ist ein gutes Beispiel gewesen oder ist ein gutes Beispiel. Die Digitalisierungsstrategie des Landes wurde ja schon veröffentlicht. War auch gestern ein Diskussionspunkt in der Landesregierung. Und ja, ich habe zugestimmt, das ist eine Gretchenfrage wieder. Obwohl ich der Meinung bin, dass natürlich vieles noch schneller, noch intensiver, noch breiter gehört. Aber es ist eine signifikante Verbesserung gegenüber der bisherigen Vorgangsweise. Und da ist die Gretchenfrage dann, wenn das eine Verbesserung zur bisherigen Vorgangsweise ist, lehnst du dann ab oder stimmst du zu? Nein, haben wir zugestimmt, obwohl wir uns noch mehr vorstellen können. Zur Parteienfinanzierung noch ein Satz. Man kann darüber reden. Ich bin nicht sehr glücklich mit dem Parteienfinanzierungsgesetz grundsätzlich, so wie es ist. Aber unser zentraler Punkt wäre das Verbot von Firmenspenden und das Offenlegen und die Begrenzung von Privatspenden. Das ist ein signifikanter Punkt für mehr Transparenz und Demokratie und das trifft vor allem die NEOS. Wir haben jetzt nur 2 kurze Fragen an alle, die würde ich Sie bitten, auch sehr schnell und mit 1-2 Sätze zu beantworten. Sie lassen sich schnell beantworten. Und diese Frage bitte an alle, gibt es Punkte bei den Parteien hier in der Runde, die Sie sehr gut halten, die Sie mittragen, oder wo Sie sehen, das ist was Besonderes, was mir gefällt an einer anderen Partei hier in der Runde? Ja, ich glaube, meine Aufgabe ist es, Gegner. Ja, meine Verantwortung ist überhaupt, die besten Ideen für Niederösterreich nutzbar zu machen. Das sollten wir einfach miteinander machen. Und ja. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir alle uns für das Thema digitaler Wandel interessieren und vor allem auch alle dazu stehen, was die Breitbandoffensive betrifft. Das gefällt mir besonders. So mein Zugang zu den Themen ist grundsätzlich, es müssen alle Ideen, alle Vorschläge auf den Tisch. Man muss auch ganz offen, transparent darüber diskutieren und dann auswählen mit einem Austausch von Sachargumenten, sozusagen welche nächsten Schritte, welche Projekte man macht. Aber es gefällt ja nichts, was die ÖVP jetzt so plakatiert oder vorschlägt. Das gilt für alle Parteien. Es gibt aus allen Parteien gute Vorschläge und gute Ideen, ganz generell. Können Sie uns einen nennen? Gute Ideen, das 365 Jahre Jahresticket der Grünen, das ist ein Vorschlag, den wir auch teilen und zu 100% fordern. Eine komplette Antwort. Herr Landbauer, selbstverständlich, es wäre völlig absurd zu sagen, dass man bei einer Partei überhaupt keine Überschneidungspunkte hat, das ist ja fast unmöglich. Wen nehme ich jetzt heraus? Nehme ich die SPÖ heraus, nehme ich die NEOS heraus? Die Grünen.
Das wäre überraschend. Sogar bei den Grünen. Und da möchte ich herausheben, wenn sie aus dem Landtag ausscheidet, die Vorgängerin Dr. Petrovic war ideologisch völlig fern von mir, aber war immer jemand, der, wenn sie der Meinung war, da ist speziell verfassungsrechtlich etwas nicht in Ordnung, da passt etwas demokratiepolitisch nicht, hat sie jeden verteidigt und auch die Freiheit. Und das muss man auch hoch anrechnen. Das mache ich auch. Okay. Deshalb bin ich ja so wichtig im Landtag. Das ist natürlich auch, was die Kontrollrechte betrifft. Und was uns die Grünen und uns einen, bleiben wir bei den Grünen, war die ganze Frage über Rechte kleinerer Parteien im Landtag, sprich Antrags- und Anfragerecht. Und da ist es natürlich völlig absurd, dass man 6 Unterschriften braucht, um im Landtag einen Antrag einzubringen. Das darf nicht sein, das muss darunter gehen. Sonst fühle ich ja ein Wahlergebnis sofort ad absurdum gestellt. Dann fassen wir jetzt unseren Vorschlag. Ein Thema, was die FPÖ ja, also ich finde die Frage schon witzig, weil das sollen jetzt wirklich Wählerinnen und Wähler entscheiden. Weil ja, aber es kann ja sein, nein, sie haben alle Wahlbegrenzungen. Sie bekommen eine Antwort. Ja. Ja? Wenn wir uns nämlich halt die Beschlüsse im Landtag anschauen, dann geht es da oder dort schon einmal drunter und drüber. Ja? Da gibt es Tierschutz, da gibt es Demokratie, wo es hier immer gemeinsame Beschlüsse auch gegeben hat. Ja. Das stimmt, die SPÖ hat jetzt Dinge im Bereich des öffentlichen Verkehrs Vorschläge von uns aufgegriffen, das 365-Euro-Ticket, okay. Einsatz der Regelbahn ist so umgekehrt. Nein, weil die zeitliche Dimension der Antragstellung so war, dass das 365-Euro-Jahresticket durch die SPÖ schon in der vergangenen Legislaturperiode eingebracht wurde. Nein, das glaube ich nicht, da waren wir damals die Ersten, weil wir das aber ja mit dem Job gemacht haben. Aber es ist gut, wenn wir machen. Und das ist durchaus auch bei der ÖVP in, sage ich mal, manchen wirtschaftlichen Belangen, ja, wo man ein bisschen zu langsam sind. Und das deckt sich dann irgendwie mit den Neos, weil das ist so quasi der große Schwarze und der kleine Schwarze. Und mit den Neos hatte ich noch nichts zu tun und wüsste jetzt nicht, wo es da schon Ergebnisse gibt in Niederösterreich. Jetzt wollte ich etwas Nettes zu Frau Christmas sagen. Bitte, du. Was uns beide Kleinen eint, das ist, dass uns Kontrolle ein großes Anliegen ist. Und Frau Christmas, wenn Ihnen Kontrolle wirklich so ein großes Anliegen ist, dann wäre es auch sinnstiftend, wenn wir die Energien dorthin lenken, wo Kontrolle notwendig ist, und gemeinsam darauf schauen, dass in diesem Land was vorangeht. Frau Kollegin, ich bleibe auch bei der letzten Frage gleich bei Ihnen jetzt, wir machen die Runde verkehrt zurück. Gehen wir ganz kurz zum 28. Jänner. Ja. Welches Ergebnis wäre für Sie ein Erfolg, welches ein Misserfolg? Für uns ist ein Erfolg, wenn wir einziehen, weil das die Möglichkeit für uns ist, dass wir das System von innen heraus mit erneuern können. Ja? Nicht einziehen wird ein Misserfolg. Das kommt. Ist doch so. Ja. Okay. Prisma? Ja, wie gesagt, seit dem 15. Oktober starten wir bei 2,74%. Das ist jetzt nicht mit der Ausgangslage 8% der letzten Landtagswahl zu vergleichen. Das Ziel ist, möglichst viele Menschen wieder davon zu überzeugen, dass es eben in Niederösterreich, in diesem System, ohne eine erfahrene Kraft, die das wirklich leidenschaftlich macht, bin bemüht, das auch immer sachlich zu machen, nicht untergriffig, und in der Sache für das Land diesen Beitrag als wirklich ganz starke Oppositionspartei. Mehr kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt. Der Einzug ist ja, das Deckel. Ja, natürlich, der Einzug ist das Ziel. Ja. Herr Landbauer. Ja, ein Erfolg wäre natürlich eine Verdoppelung aus dem Ergebnis aus dem Jahr 2013, 16% und damit auch das Einstellen des besten Ergebnisses der FPÖ Niederösterreich aus dem Jahr 1998, das ist ganz klar. Ein Misserfolg, damit ich das auch mal sage, sonst fragen Sie noch einmal nach, wäre natürlich für uns, wenn die ÖVP die absolute Mehrheit behält, weil dann hätten wir more of the same, und vor allem wäre es ein Misserfolg für die Niederösterreicher, weil sich dann in diesem Land wieder nichts verändert. Das heißt, unabhängig vom eigenen Ergebnis da, also unabhängig vom FPÖ-Ergebnis. Es gibt mehrere Szenarien natürlich. Ja, das ist unangenehm in der Landesregierung, da hat er schon recht, der Kollege Landbauer. Unser wichtigstes Ziel ist, dass die absolute Mehrheit der österreichischen Volkspartei gebrochen wird. Ich bin der Meinung, dass absolute Mehrheiten nicht mehr zeitgemäß sind und vor allem Kontrolle verhindern oder schwieriger machen, sozusagen auch Oppositionsarbeit schwieriger machen, auch das Durchsetzen von Ideen und Meinungen anderer Parteien, auch unserer, erschweren oder unmöglich machen. Und das zweite Ziel ist, dass wir als Sozialdemokratie gestärkt werden. Da ist jedes Plus willkommen. Okay. Was ist das Ziel der ÖVP?
Schön ist, dass die Wählerinnen und Wähler am 28. am Wort sind und darüber entscheiden, wie es in Niederösterreich weitergeht. Ja, was ist mein Ziel? Ich wünsche mir einen Vertrauensvorschuss bei meiner ersten Wahl, erstmals als Spitzenkandidatin. Und natürlich wünsche ich mir, dass dieses Miteinander, das wir in Niederösterreich leben, dass das auch gewählt wird und gestärkt wird. Ein Erfolg wäre quasi die stärkste Partei in Österreich zu sein. Misserfolg wäre wahrscheinlich, ja, wenn man es nicht ist. Erfolg wäre für mich, die stärkste amtierende Landespartei zu sein. Und wenn wir den Umfragen entsprechen, wo die meisten so auf 45% gehen, wenn wir das einfahren, das wäre ein sensationeller Erfolg. Meine Damen und Herren, dann sage ich herzlichen Dank für die nette Runde, für die sachliche Diskussion und wünsche auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg am 28. Jänner. Danke. Vielen Dank. Danke.